Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier wiederum zu meinem Kurs PHP 5 für Einsteiger. Und in der 31. Lektion schauen wir uns hier die Funktion isSet an. Wir haben in der vorherigen Lektion empty kennengelernt, mit der man ebenfalls überprüfen kann, ob Variablen Werte enthalten. Und isSet ist aber ist besonders geeignet, um zu schauen, ob überhaupt Werte zugewiesen wurden. Und da kann man dann wieder das sich anschauen. Hier haben wir wieder eine Zuweisung, $a wird der Wert 2 zugewiesen, $b bekommt ein Leerstring zugewiesen. Hier wieder die if-Abfrage, genau gesagt eine if-else-Abfrage. Wenn jetzt eben $a ein Wert zugewiesen wurde, wie es hier der Fall ist, steht dann hier, weil es im if-Bereich ist und weil es ja tatsächlich der Fall ist, wurde schon Wert zugewiesen, gibt dann hier aus, $a ist definiert. Wiederum wird hier etwas maskiert, das heißt, man kann hier erreichen, dass der nachfolgende String dann auch tatsächlich ausgegeben wird, auch wenn er sonst von PHP verwendet wird, wie hier zum Beispiel. Da wird ja auch nicht $A auf der Webseite dann ausgegeben. Ja, also es wird A ist definiert ausgegeben, dann ein Wert für $B ist ein Leerzeichen. Ja, es wurde also auch etwas zugewiesen, deswegen schreibt er hin, ist definiert oder nicht definiert. Und bei $C schreibt er nicht hin, geht er nicht hier rein, weil für $C es auch keinen Wert gibt, wurde nicht zugewiesen, schreibt er hin, ist nicht definiert. Das heißt, isSet bietet sich hier besonders an, um eben zu überprüfen, ob schon Werte bestimmten Variablen zugewiesen wurden. Eine sehr wichtige Funktion, wie du später noch sehen wirst, dann bei deinem Umgang mit Formularen. Über am besten gleich den Umgang mit isSet anhand dieser Aufgabenstellung, damit sich das Ganze festigt. Und von meiner Seite hier ein Danke für das Zuhören, Zuschauen. Danke.